Morgen. Willkommen zurück in meiner Müllbude. Ja, während hier die wichtigen Sachen langsam trocknen, habe ich mir eine neue Lampe vorgenommen. Ganz was Einfaches. Kommt mal her, ich zeige euch das mal. Und zwar einfach nur eine große Blume. Wo haben wir einen Zollstock? Da haben wir einen Zollstock. Da seht ihr, wie groß das ganze Ding ist. Ne, mein Würfel hat hier 10 x 10 cm. Und da habe ich eine große Blume genommen und will daraus eine Lampe machen. Gestern habe ich das schon mal unten fixiert und mit dem Pro von Epodex gesichert, dass nichts rauslaufen kann. Ja, also es lief am Rand schon ein bisschen was vorbei. Da hinten sieht man den Klecks. Aber jetzt dürfte alles dicht sein. Ich hoffe es jedenfalls. Das werden wir dann sehen. Ja, und kleines Lämpchen. Ich mach mal an. Jo, schön hell. Ja, und das will ich jetzt mit dem Pro Plus aufgießen. Aber 10 x 10 x 10 heißt 1 Kilo. Und viel zu hoch. Deshalb muss ich in zwei Schichten arbeiten. Ja, mein Raum ist relativ warm. Ich habe jetzt 23 Grad. Das muss ich mal ein bisschen runterkühlen hier. Deshalb nur die Hälfte. Wenn ich jetzt nur bloß 15 Grad hätte, könnte ich alles auf einmal gießen. Aber dafür ist mein Raum zu warm. Ja, als Schalung habe ich einfach eine Spielzeugverpackung genommen. Nur da war ein Spielzeug drin. Schön wieder zugemacht. Mit Klebestreifen und Silikon abgedichtet und hingestellt. Und dann eben immer ganz wichtig, erstmal eine dünne Schicht reingießen, weil wenn du dann gleich kommst und sagst, oh, ich gieße hier mit dem Pro Plus, dann kippst du rein, das Zeug fängt an irgendwo rauszulaufen und du kriegst es nicht mehr gestoppt. Ich habe dann noch versucht, Silikon nachzuziehen, aber das klebt dann einfach nicht mehr. Das heißt, du kannst nur noch einen Damm bauen, der genauso hoch ist, wie das, was drin ist im Gefäß. Und wer will das schon? Ja, die Lampe angeschlossen. Ganz einfach, das darf ich euch ja nicht zeigen. Das ist ja das Ding. Ich darf euch nicht zeigen, wie ich das anschließe, weil ich kein Elektriker bin. Hä? Also manchmal, früher hat man sich geholfen, da konnte man sagen, ja, aber mal so und so. Und heute, wenn du das falsch erklärst, dann bist du schuld. Bäh. Aber ich kann euch ja die Komponenten zeigen. Und zwar einfach hier ein Schalterkabel. Kostet 2 Euro bei eBay. Dann für 1,50 eine LED. Achtet darauf, dass die gleich 220 Volt hat. Also abkant 220 Volt. Sonst müsst ihr nämlich noch kompliziert da ein Trafo mit anbauen. Und hast du irgendwo einen fetten Trafo, den du verstecken musst. Und wenn du das aber gleich als 220 Volt Lampe kaufst, dann ist das überhaupt kein Thema. Jetzt sieht man da wieder gar nichts. Das ist ja schweinehell hier. Komm, mach mal scharf, das Ding. So, ja, und wie ich diese kleine Lampe mit diesem Kabel verbinde, naja, ich schneide hier oben die Füße ab und dann kann sich jeder selber vorstellen, wie man das verbindet, ohne großartig löten zu müssen, weil am Ende ist es im Harz fest, Harz leidet nicht und kann nicht mehr passieren. Nachteil dabei ist natürlich, wenn das Leuchtmittel irgendwann kaputt geht, die halten ja ewig die Dinger. Aber irgendwann ist so ein Ding halt kaputt. Ja, dann ist die Lampe eigentlich hinüber. Das Einzige, was man dann noch machen kann, ist das von unten ausbohren und dann neues Leuchtmittel dann in das Bohrloch zu stecken. Aber ich hoffe mal, die hält einfach ein paar Jahre und dann passt das schon. Da passt ja dann 1 Kilo Harz rein und dann bist du bei, weiß nicht, 15 Euro oder so. Ich habe jetzt gerade den Kilopreis nicht im Kopf. Den hatte ich mir irgendwo mal hingeschrieben, aber naja, ihr wisst, wie das ist. Ja, einfach durch die Packung gebohrt. Erst das Kabel durch die Blume, dann die Lampe anschließen, dann das Ganze wieder zurückführen. Ich habe hier ewig gekämpft, bis ich die Blume halbwegs da hatte, wo sie hin sollte. Bis ich soweit war, war so viel Staub in dieser scheiß Verpackung hier, dass ich hoffe, dass es schön klar wird von außen. So, wo ist jetzt da? Ja, also wie gesagt,
Schalterkabel 2 Euro und Leuchtmittel 1 Euro bis 1,50. 220 Volt, ganz wichtig. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, mir das Pro Plus angerührt. Das ist jetzt der halbe Korpus. Oh, scheiß Corona. Und ich hoffe mal, dass ich ein paar schöne Bläschen nachher drin habe. Also keine kleinen Blasen, sondern große. Och, komm. So. Ne, also in Lampen kommen große Blasen immer ganz gut. Kleine Blasen sind halt doof, weil die trüben das nur. Aber ich habe ja meinen Pro Plus mit dem Akkuschrauber gerade volles Rohr angerührt und die Blasen sind, naja, die sind schon quasi weg. Das Schöne ist, bei dem Harz habe ich viel Zeit für Korrekturen. Also selbst wenn es mir jetzt rauslaufen sollte, deshalb gieße ich nicht gleich alles voll hier. Ich gucke erstmal Zentimeter für Zentimeter, ob wirklich meine Schalung ganz dicht ist. Ne, und der Rest bleibt so lange im Becher, dem passiert nichts. Ich muss halt, ich müsste jetzt nach einer Stunde mal gucken, ob er heiß wird. Weil die Höhe ja zum Abkühlen nicht ausreicht. Aber eine Stunde halte ich mir ja jetzt hier nicht auf. Naja. Ich kippe das jetzt Stück für Stück drin. Und morgen, also ziemlich genau 24 Stunden später, muss dann die nächste Schicht gegossen werden. Dann hat das Harz nämlich die richtige Konsistenz für die nächste Schicht, sodass man den Übergang von Schicht zu Schicht nicht sieht. Das ist nämlich immer so ein Ding. Wenn man zu spät ist, dann ist das ein Problem. Ja, dann wollen wir hoffen, dass hier alles glatt geht. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Und dann gießen wir morgen den Rest rein. Ah ja, und hier härtet eben, naja, eine Schale. Ich hatte halt was übrig. Wieder ein bisschen rumgespielt mit so einem Krempel. Und ganz wichtig, der muss jetzt schön fest werden. Ja. Schöne Flugardrobe. Da habe ich übrigens jetzt die Magneten schon reingebastelt. Die sieht man kaum. Schöne Schlüsselbrett. So, na gut. Dann bis gleich. So, die unterste Schicht ist jetzt, fest wäre übertrieben. Sie ist jetzt gummiartig. Jetzt ist der richtige Augenblick, um das nächste Harz drauf zu kippen. Dann verbindet sich das, ohne dass man die Stelle sieht, an der sie sich verbinden. Schönes Deutsch. Kleiner Lampentest nochmal. Jo, funktioniert noch alles. Und dann kann jetzt die nächste Schicht Pro Plus rein. Immer darauf achten, dass man nicht direkt auf das alte Harz gießt, sonst kann es Druckstellen geben. Weil das Harz ja doch mit einer Geschwindigkeit runterfällt. Und wenn es sich dann reindrückt in das alte Harz, dann bekommt man Druckstellen, die man später sieht. Boah, das reicht aber gerade so, um die Lampe zu überdecken. Aber wirklich gerade so. Da sind höchstens 2 mm Deckung, mehr ist da wohl nicht drauf. Aber ich habe halt leider keine Blasen drin. Das war nichts mit Blasen. Aber ich denke, die Lampe sieht auch ohne schön aus. So, das langt. Deckel wieder drauf. Damit kein Staub reinfällt. Gut, reicht. Ja. Und jetzt heißt es, wenigstens 3 Tage warten. Ne, also nach 48 Stunden ist es ja fest, aber ich warte lieber 3 Tage und dann schauen wir mal,
ob das alles schick aussieht und ob wir die Schalung außen abkriegen, ohne dann hinterher schleifen zu müssen. Das werden wir sehen. Na gut, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das Ganze vom Tisch und aus der Schalung bekommen. Fest ist es auf jeden Fall. Ja, das Silikon klebt auch gut am Tisch. Ach, mein Cuttermesser ist abgebrochen. Scheiße. Die Katja ist hier ab. Bin ich wieder schlecht vorbereitet hier. So, Stücke ran. Ja, das Doofe bei diesen Plastikformen ist halt, die kannst du immer nur einmal verwenden, weil es sich einfach zu sehr mit dem Harz verbindet. Und man die dann abreißen muss. Ich hoffe, ich kriege die überhaupt runter. Ja, das wird nicht so einfach, würde ich mal behaupten. Nicht, dass ich dann noch runter schleifen muss hier. Das ist ja fest wie Sau. Leck mir am Arsch. Das ist ja wieder toll. Bäh. Ich liebe eh. Nicht ausgehärtete Silikon. Bäh. Das ist aber schön an den Pfoten. Ja, hält gut, würde ich sagen. Das hält ja sehr gut. Das wird lustig. Ja, also das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Aber ich zeige euch nochmal die Lampe von oben, wie sie leuchtet. Und dann... Wo ist denn da? Scheiße, die Kohle. Da steckt er da. So, so schaut sie von oben aus. Sehr schick. Jum, macht auch ganz gut Licht, möchte ich mal sagen. Aber jetzt muss ich sie eben ja aus der Verpackung flexen. Das wird jetzt etwas kompliziert. So, mehr oder weniger gut geschliffen. Ringsrum musste ich wirklich alles mit der Flex abnehmen. Hab jetzt versucht hier auf 240 zu schleifen, aber man sieht die 120er Körnung immer noch. Ich hoffe, ich kriege das vernünftig gedomt. Weil jetzt hier weiter schleifen und polieren wäre Schwachsinn. Ich habe jetzt, sag ich mal, 2 Stunden Arbeit und 20 Euro Harz investiert. Und mehr als 50 Euro gibt doch eh niemand für so eine Lampe aus.
Von daher wäre es jetzt Quatsch, nochmal 3 Stunden oder 4 Stunden oder noch mehr zu polieren. Deshalb probiere ich mal zu domen. Ich hoffe, das funktioniert hier auch so gut wie sonst auch bei meinen anderen Objekten. So, das gute Stück ist nun fertig. Sieht sehr schick aus. Ich finde ja die Oberseite, die nur gedomt ist, finde ich immer noch am schönsten. Die anderen Kanten, die musste ich ja alle nach dem Domen nochmal nachschleifen, weil mir überall irgendwo was runtergelaufen ist und eine Nase entstand. Hier sieht man es ganz besonders am Rand. Da habe ich es dann auch mit dem Polieren nicht mehr wegbekommen. Ja, ich komme halt mit diesem Schleifen und Polieren nicht klar. Was jetzt nicht heißen soll, dass Domen besser als Polieren ist, sondern das heißt einfach nur, dass ich zu doof zum Polieren bin. Ja, da habe ich noch einen kleinen Nupsi übersehen beim Schleifen. Naja, mein Gott, mit manchen Sachen muss man halt leben. Hier sieht man auch so ein bisschen den Übergang zwischen den beiden Schichten hier auf der Höhe. Wenn ich die Kamera so ein bisschen hoch und runter drehe, dann seht ihr das bestimmt. Da sieht man es rechts. Ach, jetzt sieht man es gut. Das habe ich ein bisschen verkackt, da war ich zu schnell. Ah ja, und ihr seht hier oben an der Kante ist es halt nicht ganz so schön geworden. Ich übe halt noch. Also irgendwann, wenn ich besseres Werkzeug habe, dann kriege ich das mit dem Schleifen und Polieren vielleicht auch mal hin. Aber bis dahin muss es halt so reichen. Also die Lampe wackelt nicht wirklich, also die flackert nicht wirklich, sondern mein Handy kommt wahrscheinlich nicht mit der Frequenz der Lichtquelle hinterher. Aber ist ja auch ein schöner Effekt. Nee, die flackert nicht, sondern die brennt wirklich original. Aber das Handy schafft die Lichtfrequenz nicht. Ja, aber so sieht das Ding doch sehr geil aus, möchte ich mal behaupten. Mal gucken, ob ich dafür auf dem Weihnachtsmarkt einen Fuffi kriege. Dann ist es weg. Ja, sehr schick. Schöne kleine Nachttischlampe. So, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und ihr habt ein bisschen was gelernt dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen.